und ein herzliches Willkommen beim Großen Preis von Japan. Dieses Ereignis kürte im Laufe der Jahre bereits 11 Weltmeister und versorgte uns auch mit einigen unvergesslichen Rennen. Da wäre zum Beispiel Kimi Räikkönens Sieg von der 17. Startposition 2005 oder Kamui Kobayashis unglaubliche Fahrt auf das Podest. Die Japaner bejubelten ihn im Jahr 2012. Südwestlich der japanischen Millionenmetropole Nagoya liegt der Suzuka Circuit. Heute ist es hier sehr windig und nass. Dieser Wind wird vor allen Dingen in Sektor 1 den Fahrern extrem viele Probleme machen. Denn Sektor 1 der 5,79 Kilometer langen Strecke mit 18 Kurven, da sind die schnellen S's und die haben es unter diesen Umständen in sich. Überholt werden kann am Ende von Start und Ziel, also hinein in Kurve 1 und natürlich immer vor oder in die letzte Schikane hinein. Aber es gibt auch noch die Haarnadelkurve und in der hat ja auch schon der ein oder andere ein verrücktes Manöver gestartet. Frag nach bei Kamui Kobayashi. Neben mir befindet sich jetzt mein Kollege Stefan Römer. Danke, dass du dabei bist, Stefan. Du warst ja kurz noch in der Boxengasse. Wie schätzt du denn die Streckenbedingungen heute ein? Die Strecke sieht ziemlich sauber aus, aber ich mache mir Sorgen um die Temperatur. Es ist ziemlich kalt da draußen. Dadurch könnten einige Teams Schwierigkeiten haben, die Reifen im richtigen Betriebsbereich zu halten. Die Autos, die ihre Reifen wirklich stark beanspruchen und dadurch mehr Wärme erzeugen, werden weniger Probleme bekommen. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Lewis Hamilton startet heute von der Pole, vor Max Verstappen, der von P2 starten wird. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Leclerc, Gasly, Lukas Weber und Bottas. Richter, Vettel, Hülkenberg und Sergio Perez. Ricciardo, Sainz Jr., Kimi Räikkönen und Magnus. Albon, Butler, George Russell und Romain Grosjean. Norris und Lance Stroll starten am Ende der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Jo. Okay, we have 5 races till the end of the season and we're still in with a chance of taking the Constructors' Championship. Good luck. Versuchen wir's. Los geht's. Okay, go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tires and brakes. We need to keep the engine cool though, so don't go too high with the revs. Platz 7 nur. So viele Punkte wie möglich holen, heißt es heute nur. Irgendwie was mitnehmen.
The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Ja. Guten Start wäre jetzt wichtig. Danke fürs Wegschießen. Oh, weil man nicht fahren kann, ey. Ja, geil, zwei zurückgefallen. So, jetzt sind wir wieder auf 8. Ja, schieb mich zur Seite, damit du vorbeikommst, genau. So, schon vorbei wieder. Geh mir nicht immer auf den Sack mit deinem Scheiß, ey. Sache, nicht meine Strecke.
Ja, vielleicht kommen wir noch ein paar Positionen nach vorne. Gewinnen werden wir es nicht, aber vielleicht ein bisschen was holen. Gelb. So, vielleicht wollen wir da noch rankommen. Zehn Minuten noch. Solange die sich da vorne bekämpfen, kommen wir ja schön ran.
Also Ferrari nochmal irgendwie schon vorbei. So, mal gucken, ob es immer noch an dem Mercedes da vorne geht. Hier zumindest nicht. Ziel ist es zumindest an beiden Autos vor mir vorbeizukommen. P5 oder so, das wäre ein tolles Ergebnis noch. Und noch. Fakt ist immer auf jeden Fall die Konstrukteurswehrführung los. Das ist klar. Thank you.
Ah, bis jetzt sind wir dran gekommen. Das Gelb. Okay, clear. Bottas, ja, ist raus. Platz 6. Wäre der andere Mercedes tatsächlich da vorne lieber gewesen. Glück gehabt, dass ich da noch reagieren konnte, weil ich mich direkt dahinter. So, jetzt hole ich mir wenigstens den Wagen ab, wenn ich mal, hätte ich mein Ziel mit Platz 5. 3 Runden noch. Dass der Bottas raus ist, ist gar nicht mal so unwichtig. Der Power, der wäre Renault da vorne. Hamilton has just put up the fastest lap of the race so far. Our gap to the car in front is 1.5 seconds. Schon verbraucht zur letzten Sekunde, letzte Schikane. Ja, schön weg und dann da vorne dran wieder. Da habe ich wieder Zeit verloren. Könnte mal jemand in die Box gehen da vorne? Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. Okay, you're in the top 10. Gap to teammate behind is 15.4 seconds. Das wird nichts.
Ja, das heißt, sie sind mit 6 und Platz 8 Punkte nach Hause fahren. Ja, ja, schon klar. Und wir dürfen diesmal nicht mitfeiern da oben. Das ist irgendwie das Ding nach Hause fahren noch. Schade, schade. Sechster. Mehr war nicht drin. Okay, pick up rubber and bring it home. Nee. Red Bull hat heute alle Register gezogen. Ein großartiger Sieg. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich so ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Schade. Der Abstand an der Spitze hat sich nach diesem schwierigen Rennen für unseren WM-Führenden heute deutlich verringert. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Röber? Als Fahrer des Tages würde ich vermutlich Lando Norris wählen. Er ist seinem Ruf absolut gerecht geworden und ich denke, dass er zu Recht voller Stolz nach Hause gehen wird. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ja, da war nichts zu machen heute. Egal. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Nein. Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an Sie gestellt hat. Kann Sie noch irgendetwas aufhalten? Was haben Sie uns in Bezug auf die Zusammenstöße zu sagen? So. Aber nicht viel Abstand zwischen Ihnen und Lukas beim Zieleinlauf, oder? So, ja. 3 Sekunden. Das Wetter heute war grässlich. Aber glauben Sie, dass das für Sie vielleicht von Vorteil war? Klasse, das war dann alles. Hm. Das Wetter war heute nicht das Beste. Ein Trockenfest vielleicht müssen wir ja drin gewesen. Als würde einer deiner Rivalen auch an einem historischen Event teilnehmen. Aber nicht ich. Wenn du
es mit ihm auf. Jetzt haben wir als nächstes USA, ne? Ne, Mexiko. Naja. Ah,